In Ostafrika ist am Wochenende in Eritrea der Vulkan Nabro ausgebrochen. Seine Aschewolke behindert derzeit den Flugverkehr in der Region. Auf dem vergrößerten Ausschnitt des Satellitenbildes sind die Lage des Vulkans nahe der Grenze zu Äthiopien sowie die beachtliche Rauchfahne zu erkennen. Vom Satelliten aus konnte zudem die Eruption im Detail beobachtet werden. Sonntagabend stieß der Vulkan plötzlich Rauch und Asche aus. Im weiteren Verlauf breitete sich die Aschewolke, von einem kräftigen Ostwind angetrieben, in westlicher bis nordwestlicher Richtung aus und verteilte sich mit der Zeit schließlich immer mehr. Diese Aufnahme der NASA zeigt ebenfalls die Aschewolke des eritreischen Vulkans, allerdings in einer höheren Auflösung. Wie sich die Eruption des Nabro weiterentwickelt, ist wie bei den meisten Vulkanen kaum abschätzbar. Die Windverhältnisse in der Höhe über dem östlichen Afrika ändern sich jedoch kaum, sodass austretende Asche und Gase auch in den kommenden Tagen weiterhin überwiegend Richtung Westen verfrachtet werden.